Hallo Leute, es geht weiter mit Satinas Ketten vom schwarzen Auge und unsere kleine Fee, höchstwahrscheinlich eine Fee, sitzt ja immer noch versteckt hier im Hintergrund und wir müssen dafür sorgen, Entschuldigung, neue Baumfreunde zu finden. Jetzt will ich nur mal wissen... Nein, bitte bleib hier. So. Ich habe doch so selten Besuch. Also schön. Ja, das ist doch gut. Dann will sie schon mal, dass wir bleiben und da geht's auch nur zurück. Das heißt, wir kommen hier schon weiter, wenn ich mich jetzt klug genug anstelle. Ich kann ja mal Rechtsklick beim Laubhaufen machen. Hilft das wegen dem Ohr? Dann muss ich wohl im Laub wühlen. Hä? Au, keine Fee, nur ein Igel. Ja, okay. Kann ich den Igel nicht irgendwie rauslocken? Magst du das? Offenbar der falsche Köder. Die Kastanien? Magst du das? Offenbar der falsche Köder. Auch das war nicht richtig. Ja, was ist dann mit der Schnecke im Käfig? Gut. Vielleicht gibt sich Gwynling auch mit einem Igel zufrieden, falls ich die Fee nicht fange. Das hast du davon, Stachelmännlein. Du darfst unsere Gäste nicht immer stechen. Kein Wunder, dass uns niemand mehr besucht. Ist da noch ein Tier? Keine Fee. Ja, was mache ich denn jetzt, damit die nicht mehr stechen? Entschuldigung, ich musste mal eben mich um meine Katze kümmern. Die hat wieder Blödsinn gemacht und deswegen, ja. Musste ich ein ernstes Wörtchen mit ihr reden. So. Igel im Käfig. Vielleicht die anflöten? Den Igel jetzt? Du machst ihm Angst. Ach echt? Warum? Oder wenn wir ihm jetzt ein bisschen Futter geben? Die frisst er nicht. Irgendwas anderes? Aber ich habe jetzt Igelstacheln. Kann ich die irgendwie... Locke die Fee mit deinem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Meisterhaft, Gwynling. Also gut. Das hierhin. Das dahin. Das dorthin. Kastanienmännchen. Ach, wie cool. Kann da auch mit dieser Niete noch zusammen? Das wäre zu viel des Guten. Ach so. Reicht das denn jetzt? Zeigen wir das ihr mal. Hallo? Waldfreund nochmal nachfragen. Igel präsentieren. Schau, der Igel hier. Der ist mein Freund. Aber du musstest ihn einsperren, damit er bei dir bleibt. So behandelt man keine Freunde. So, hier. Ein Kastanienkönig. Ein König? Wirklich? Ja, er herrscht über das Reich der Kastanien und er ist mein Freund. Es ist mir eine Ehre, eure kleine Majestät. Geron hier ist mein liebster Freund des Waldes, werte Fee. Ihr dürft beide eintreten. Na, das ging ja dann. Wer sagt's denn? Cool. Aber wozu war das jetzt mit dem Igel gut? Der ist jetzt immer noch da drinne gefangen. Toll. Was für ein seltsamer Ort. Puppen aus Knollen mit Blätterhüten. Aber wo ist jetzt die... Hallo. Ich bin Nori Darinella Wanda. Und das hier sind Frau Grimbald, Flinkel und Hinkel, die Rübengeister und Plapperapp. Du kannst mich aber auch Nori nennen. Was guckst du mich so an? Bist du... verliebt?
So ein Mist. Ich dachte, du wärst eine Fee. Der ganze Unsinn, alles umsonst. Natürlich bin ich eine Fee. Was soll ich sonst sein? Du bist ein Mensch, genau wie ich. Du bist viel zu groß für eine Blütenfee. Und eine menschengroße Fee... Verwandelt dich gleich in einen Rettich, wenn du nicht sofort still bist. Oh nein. Die Puppen, sie... Nein, bitte. Bitte tu es nicht. Ich bin nur ein einfacher Vogelfänger. Woher sollte ich das wissen? Ich mache doch nur Spaß. Ich kann niemanden in einen Rettich verwandeln. Ich kann überhaupt nichts mehr verwandeln. Aber du bist eine Fee? Ja, warum? Bitten mitzukommen, drängen mitzukommen. Willst du mich begleiten? Wieso? Willst du mir deine Welt zeigen, wo überall Menschen sind? Ja. Und Dächer aus Holztafeln? Genau, die kann ich dir zeigen. Oh, wunderbar. Aber nein, ich kann doch gar nicht fort. Ich muss hier beim Feentor bleiben. Feentor? Feenreich? Was hält dich hier? Ist das das Feentor? Führt es in deine Welt? Nicht mehr. Es ist verschlossen. Bist du aus dem Feenreich gekommen? Ja. Und ich kehre hoffentlich nie wieder dorthin zurück. Wieso kannst du nicht einfach mitkommen? Wenn ich weggehe, werde ich krank. In dieser Welt hält mich nur die Magie des Feentors am Leben. Warum das? Es ist meine Quelle. Ohne ihr Zauberwasser vertrocknet meine Seele. Wie eine Pflanze. Magie einfach mitnehmen? Heimat? Könntest du nicht einen Teil der Magie mitnehmen? Wie das? Lass mich überlegen. Wieso willst du nicht mehr in deine Heimat? Es ist einfach so. Schon gut, jeder hat seine Geheimnisse. Bin gleich zurück. Wir schauen uns jetzt hier einfach mal um, oder? Jedenfalls haben wir die Fee gefunden. Und den Namen habe ich mir jetzt nicht so schnell merken können. Irgendwie Nuridella, Wanda, was weiß ich. Irgendwie sehr langer, komplizierter Name. Und das ist die Nuri abgekürzt, genau. Total süßes, lustiges Ding. Nichtsdestotrotz gucken wir mal hier, was wir noch so finden. Weil so kann sie ja jetzt nicht einfach mit. Darf ich mir eines von den Bändern ausleihen? Nicht die. Damit wollte ich... Nein, was wollte ich denn damit? Ich schenke sie dir. Okay, was ist das hier? Und das alles hier? Hier wohnt sie anscheinend, unsere kleine Nuri. Was ist mit dem Feentor? Auf keinen Fall klettere ich da hoch. Alles Mögliche könnte geschehen, wenn ich dieses Tor berühre. Brüchige Stelle. Wer auch immer dieses Feentor verschlossen hat, war nicht gerade zimperlich. Ach, die Musik ist auch so schön. Und es sieht auch sehr schön hier gerade aus. Alles so friedlich. All Raunen. Los, sag ihnen guten Tag. Was? Na los. Hallo, Hinkel und Finkel und wie ihr alle heißt. Ja, ach so, das war's schon. Hätte ja sein können, dass sie antworten. Kann ich das Lederband mit den Alraunen irgendwie benutzen? Das geht so nicht. Ich habe ja einen Hammer. Kann ich mit dem Hammer das hier aufkloppen? Wer auch immer dieses Feentor verschlossen hat, war nicht gerade zimperlich. Noch mehr Lederbänder? Ein Band reicht. Ja. Komisch, dass man dann das aber immer noch so anklicken kann. Als könnte man halt noch mehr. Die kann ich auch nur ansprechen. Wollen die vielleicht eine Niete haben? Die Alraunen. Ach nein. Nein. Schade. Nuri, sag mal was. Hast du schon meinen Wasserfall gesehen? Ja. Er fließt immer nach unten. Selbst nachts. Okay. Bin gleich zurück. Ja, wie kriegen wir das wohl hin mit der Magie und überhaupt und... Vielleicht habe ich auch doch noch was hier übersehen. Das ist nur Nuri. Und die Alraunen. Nö. Irgendwie nicht so. Dann werde ich mir wohl was anderes noch einfallen lassen müssen.
Flöte. Kann ich die Alraun anflöten? Spiel etwas für meine Freunde. Ein andermal vielleicht. Ja, okay, dann nicht. Was ist mit den Kastanienmännchen? Mit gemeinen Wurzeln gibt mein Kastanienkönig sich nicht an. Dann nicht. Lederband, Lederband, Lederband hier in die brüchige Stelle verwenden. Ich weiß nicht. Hier? Warum sollte ich? Ich weiß auch nicht. Weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll, Kiron. Gehstock. Das kann ich besser. Ah. Oh, Wasser. Na Mensch, immerhin schon mal ein Rinnsal. Ich darf dieses Feenwasser auf keinen Fall berühren. Also. Ja, wir müssen da halt irgendwie so basteln, dass sie das mitnehmen kann, ne? Ich darf... Ganz im Innern glitzert es magisch. Das geht so. Kann ich hier irgendwas kombinieren? Das wäre zu viel. Kann ich das Lederband kombinieren mit... Ich weiß auch nicht. Windling würde sich die Haare raufen. Ja, es ist ja auch affig, aber... Geht nicht. Was muss ich mir einfallen lassen? Warum sollte... Weiß ich nicht. Wird doch. Das hilft auch. Ich probiere einfach mal alles durch. Schon. Aha. Mal sehen, wohin mich das führt. Ach so. Es war der Gehstock. Kombiniert mit dem Lederband. Nein. Weiß ich nicht. Mach da noch mehr dran. Ein Band reicht. Dann... Mit den Alraunen? Ach nein. Ich kann das, aber dann braucht die Angel noch ein Gefäß. Moment nochmal. Ich kann das Wasser angeln, aber dann braucht die Angel noch ein Gefäß. Er kann das Wasser angeln, aber wozu hat er dann den Rinnsal, das Rinnsal hier dann gemacht? Macht er das dann hier auch? Wozu denn? Weil du das hier oben ja anscheinend auch okay findest. Wir brauchen nur noch ein Gefäß, wie du schon gesagt hast. Können wir das hier irgendwie aushöhlen? Keine Zeit für sowas. Wir könnten doch diese Niete hier irgendwie auspicken. Natürlich nicht. Aber wenn die hohl wäre, wäre es vielleicht eine Art Gefäß. Oder die Flöte? So nicht. Nee. Das wäre zu... Windling würde sich die Haare... Ja, man muss ja alles ausprobieren hier. Vielleicht muss ich auch nochmal zurück. Vielleicht ist auch doch nicht alles hier. Weil den Käfig haben wir ja auch noch. Und so. Was ist denn, wenn ich hier jetzt zurückgehe? Ruft sie dann wieder? Nein, bitte bleib hier. Ich habe doch so selten Besuch. Ja, okay. Also schön. Gut, ich muss alle Zutaten hier finden. Das habe ich mir auch schon gedacht. Mit dem Käfig irritiert mich das noch und dem Laubhaufen. Raus mit dir. Ach so, jetzt lässt er ihn doch wieder frei. Ja, das ist gut. Schneckenhaus und Käfig. Das ist doch vielleicht eine Idee. Jetzt haben wir die das ist doch ein gutes Gefäß. Dieses Schneckenhaus wäre so mein Einfall. Ja, sogar getrennt jetzt vom Käfig. Das muss es sein. Super. Die Krabbenpuhle aus Nostria wird mich zwar dafür auslachen, aber es ist eine Angel. Yippie. So, und jetzt angel mal schön das Wasser. Was machst du da? Gut. Aber womit verschließe ich das Haus jetzt? Angler. Yippie. Errungenschaft bekommen. Das verschließe ich jetzt damit. Interessant. Passt doch. Die Eichel verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Super. Jetzt noch das Band darum, dann kann die Fee nichts mehr verschütten. Cool. Guck mal, Nuri. Für dich gebastelt. Schau, was ich dir gebastelt habe. Du hast Jorka die Schnecke an ein Lederband gebunden? Nein, schau. Das Schneckenhaus ist mit dem Quellwasser vom Feentor gefüllt. Jetzt kannst du mich begleiten. Wirklich? Versuch es. Bestens. Dann los. Ach, das ist ja cool.
Du musst mir alles zeigen. Wohin gehen wir als erstes? Wir müssen nach Andergast. Ist das deine Heimat? Das kann man so sagen. Wo lang? Hier lang. Warte. Oh oh. Ob das so gut geht? Ich weiß nicht recht. Schau, Geron. Ein prächtiger Vogel. Die Plage wird immer schlimmer. Komm, dort ist das Stadttor. Ich will ihm nur guten Tag sagen. Diesem zerzausten schwarzen Hexentier? Sagt der hässliche, bleiche Schweinefresser. Guten Tag, Rabe. Ich rate euch, meidet die Stadt. Was sagt er da? Zwei finstere Gestalten sind durch die Tore geschlichen. Sie suchen deine Feenfreundin. Wer sagt, dass sie eine Fee ist? Ich bin eine Fee. Sie lügt. Wieso kannst du überhaupt sprechen? Und woher weißt du das alles? Ich beging einst einen großen Fehler. Daraufhin straften mich die Götter mit dem Geist eines Menschen. Vögel begehen keine Fehler. Vögel machen einfach, was sie eben so machen. Du meinst, wie die Krähen in dieser Stadt? Warum erzählst du uns nicht etwas Lustiges? Bleib weg von ihm, Nuri. Etwas stimmt hier nicht. Aber alle Tiere können sprechen, Geron. Unwichtig. Komm, bei mir und Gwendling bist du sicher. Oh nein. Wieso ist die Tür offen? Hier wohnst du? Etwas stimmt hier nicht. Wie das hier aussieht. Ist das Blut? Bei den Göttern. Jemand ist hier. Die Fee. Ich muss sie verstecken. Ja, bleibt ja nur die Tür hier, oder? Nuri, schau mal. Hier ist es spannend. Ist das eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Aber Geron nennt mich Nuri. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. Nuri Darinella Wanda. Den Namen muss ich mir nochmal irgendwie merken. Wenn ich ihn ein paar Mal gesagt habe, habe ich ihn bestimmt auch drauf. Ja, Kleiderkiste. Bringt mir das hier irgendwie was? Nee. Voll krass hier mit dem Blut. Was ist hier passiert? Dann gehen wir mal einfach nach oben, oder? Oh nein. Was ist hier geschehen? Deine Augen. Wer hat dir das angetan? Der Seher. Er ist zurück. Beweg dich nicht. Ich bin bei dir. Er hat seine Kreaturen nach mir gesandt, die Fee. Du musst sie... Sie haben... Gwendling? Gwendling, bleib hier! Angreifer, warum die Fee? Was hast du erzählt? Was wollten die Angreifer von dir? Der alte Feenforscher. Er ist der Nächste. Was wollen sie von der Fee? Er braucht sie, aber er darf sie nicht bekommen. Was hast du ihnen erzählt? Blut habe ich ihnen entgegengespuckt. Was waren das für Kreaturen? Geschöpfe der Nacht. Fremde einer fremden Welt. Wie sahen sie aus? Sie hatten bleiche Gesichter und spitze Krallen. Welcher Feenforscher? Oh. Bitte, stirb nicht. Nicht jetzt. Er hat uns begleitet. Damals, vor 13 Jahren. Er hat das Tor versiegelt. Das Tor zur Feenwelt. Wo ist er jetzt? Alles umsonst. Wo ist der Feenforscher? In den Blutzinnen am Roten See. Er ist im Orkland? Es ist alles zu spät. Was geschieht jetzt mit der Fee? Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Nur so kann der Seher aufgehalten werden. Was? Nein, ich bin kein Mörder. Dann wird Andergast
untergehen. Ich kann die Fee nicht töten. Du musst es tun. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sei kein Narr. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Gwynling? Da. Ich kann sie hören. Die schwarzen Schwingen. Nein! Was mache ich jetzt nur? Ich kann die Fee nicht töten. Ich kann noch nicht einmal darüber nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben. Der Feenforscher. Der rote See in den Blutzinnen. Der König kann seine Ritter dorthin schicken. Sie werden wissen, wie man den Seher besiegt. Ich muss nur zur Burg und sie warnen und alles wird wieder gut. Da! Da ist die Hexe! Schau dir nicht in die Augen! Hexe! Auf den Scheiterhaufen mit ihr! Oh nein, Nuri! Ja, es ist sehr schlimm, was da gerade passiert ist. Der, ja, war das so eine Art Vater, Mentor? Ich weiß es gar nicht für Geron, wer das jetzt genau für ihn war. Aber es muss ein starker Verlust für ihn sein auf jeden Fall. Und die ganze Zeit wird von einem Seher gesprochen. Und jetzt sitzt Nuri auch noch hier und wird... Ja, soll hier wahrscheinlich auch noch als Hexe verbrannt werden von den ganzen Leuten im Dorf. Wir werden sie auf jeden Fall das nächste Mal retten, so gut wir können. Und Geron wird wohl letztendlich irgendwann entscheiden müssen, ja, ob er Nuri retten kann oder ob er sie töten muss. Wenn nicht, dann, bewahrheitet sich ja sozusagen diese Pechvogelgeschichte über Geron, dass er halt über Andergast Unglück bringt, aber halt eigentlich im positiven Sinne, weil er ja Nuri als Fee retten möchte dann. So sehe ich das jedenfalls jetzt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Satinavs Ketten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.